Hey Freunde, da sind wir auch schon wieder bei Splinter Cell Blacklist. Yo, ich bin's wieder und ja, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber es geht. Und ja, ich bin bereit für neue Aufnahmen und ich würde sagen, wir legen auch gleich los mit der nächsten Mission. Schauen wir mal. Gefangenenlager. Ich melde mich heute live aus der Landeshauptstadt, wo Gouverneur Wyszynski den morgigen Tag gerade offiziell zum Officer Gareth Devin-Tag erklärt hat. Durch seinen heldenhaften Einsatz verhinderte Devin einen Giftgasanschlag auf das U-Bahn-System von Philadelphia, bei dem Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Menschen hätten sterben können. Die Feierlichkeiten umfassen eine Parade, ein Essen beim Gouverneur und eine Ordensverleihung im Senat von Pennsylvania. Auf diese Ehrungen angesprochen, antwortete Devin, ich zitiere, »Ich bin nur ein einfacher Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.« Okay, los geht's mit dem Briefing, Freunde. Grim, Nuri ist in Guantanamo. Verdammt. Was ist los? Die CIA hat Nuri gerade nach Guantanamo gebracht. Man befragt ihn zur Rolle des Iran bei den Blacklist-Attacken. Nuri hatte Blacklist-Infos? Wir müssen wissen, welches Spielchen er spielt. Er spielt, ich sitze im Gefängnis und verrate euch alles, wenn ihr mich wieder freilasst. Wenn du was sagen willst, dann sag es auch. Okay. Grim hatte recht. Deine Entscheidung war falsch. Unbedachte Cowboy-Scheiße und wir müssen es gerade biegen. Hey, haben wir den Iran nicht entlastet? Egal, ob die Infos stimmen. Nuri wird alles Mögliche erzählen und uns vielleicht in einen Krieg mit einem falschen Gegner treiben. Ganz genau. Und welche Person würde das wollen? Sadiq. Er muss Nuris Hintermann sein. Sagt wer? Sams Bauchgefühl? Wir werden es nie erfahren. Wir haben die CIA in Benghazi und Chicago über den Tisch gezogen und sind draußen. Das stimmt. Du hast alle Geheimdienstkontakte vergrault. Wir haben noch dich. Was meinst du damit? Okay, Freunde, was ist hier los? Schließ dich mit Grim und Charlie kurz. Wie soll Charlie mir helfen? Gar nicht. Du hilfst ihm. Wir brechen ein. Wir brechen ein. In Guantanamo. Charlie braucht eine Liste der Sicherheitsprotokolle, um unsere Freigabe in ihr System zu hacken. Das ist nicht leicht. Du brauchst Papiere, Schlüsselkarten. Kinderspieler stelle ich im Dutzend. Das ist Irrsinn. Nicht für uns. Okay. Alle Typen da drin sind auf unserer Seite. Deswegen sagt Grimm, es wird niemand getötet. EMPs, Betäubungsgas und Rauch schalten sie ohne bleibende Verletzungen aus. Sorry, Freunde. Natürlich, warum wundert sich Grim eigentlich noch? Wir machen die ganze Zeit schon so einen, weiß ich, abgespaceden Kram, ja. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir haben letztes Mal haben wir diese Armbrust gekauft und ein paar andere Waffen. Ach ja, wir sind bereit. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Guantanamo in Kuba. Reza Nuri sollen wir also wieder befreien. Naja, ich hätte ihn auch nicht gehen lassen. Da fand ich Sams Entscheidung auch ein bisschen komisch, aber okay. Mal gucken, ob wir ihn finden. Ich hoffe, ihr steht mich und meine Stimme ist nicht zu basslastig, da ich noch ein bisschen durch die Nase rede. Auf die Knie. Aufstehen. Sie sind jetzt ein Gefangener in Camp 7, im Gefangenenlager Guantanamo Bay. Nicken Sie, wenn Sie mich verstanden haben. Okay, ich dachte, wir gehen da anders rein und nicht als Gefangener. Aufstehen, sofort. Gefangener, Sie stehen nun unter meinem Kommando und werden all meinen Befehlen Folge leisten. Nicken Sie, wenn Sie mich verstehen. Das ist ja cool. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Tja, kannst von Glück reden, dass ich CIA-Freigaben und ein paar Freunde habe.
Vorsicht, Briggs. Das muss doch gut aussehen für die Kameras. Das ist ja cool. So, dann wollen wir mal, Freunde. Entschuldigung fürs Räuspern. Könnte öfter vorkommen. Deine Ausrüstung liegt im Außenbüro hinter dem Erholungsbereich. Ich schalte den Strom ab, dann hast du es einfacher. Okay. Ah, dann schon dieser Hund schon. Nuri ist bei Verhörspezialisten des CIA. Die machen Pause, das verschafft dir Zeit. Wir treffen uns beim Boot. Wenn ich eins finde. Wenn? Die Mission kam in letzter Sekunde, wir müssen improvisieren. Ich find's gerade echt cool, Freunde. Das ist mal eine ganz andere Seite zumindest. Aber natürlich werden wir bald unsere Ausrüstung finden, denke ich doch. Und dann geht's in den alter Manier weiter. Du schaffst das schon. Was macht dich so sicher? Du hast keine Wahl. Na toll. So, was kommt jetzt? Ich bin so lange nebenan. Warte. Geh schon mal raus. Was? Wurdest du auch eingesperrt? Sowas in der Richtung. Mich hat Sadiq auch gezwungen. Sadiq hatte nichts damit zu tun. Nein? Und trotzdem sitzt du im Gefängnis. Ich wette, er steckt dahinter. Das nächste Blacklist-Ziel. Rede. Tut mir leid, aber ich rede nur mit meinen neuen Freunden vom CIA, nicht mit dir. Du redest. Doch kannst du dir aussuchen, wie wir es tun. Sadiq hat mich hergeschickt. Ich sollte die Amis ablenken, damit sie Teheran angreifen. Ich hätte nach Blacklist gefragt. Verarsch mich nicht. Er hat vor, ein Schiff zu entführen. Ich habe nur die nötigen Männer besorgt. Wo? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist alles, was ich weiß. Der Iran hat mit Blacklist nichts zu tun. Wer ist Sadiq? Für wen arbeitet er? Ich werde dir nichts mehr verraten. Was ist los? Hey! Du bist ja irre! Niemand wird dir helfen, Nuri. Nein, bitte nicht. Du willst die Hände behalten? Ich will Namen. Ich geb dir Namen. Ich geb dir Namen. Sam Fisher. Anna Grimstotti. Isaac Briggs. Charlie Cole. Dein Team. Dein Flugzeug. Fourth Echelon. Er weiß alles darüber. Du suchst Sadiq? Der Mann steht direkt hinter dir. Sadiq wird davon erfahren und mein Tod wird qualvoll sein. Ich habe keine weiteren Informationen. Töte mich. Bitte. So viel Mitleid habe ich verdient. Oh Mann, Freunde, was mache ich? Ich mach's nicht. Gut, also Sadiq weiß wohl über uns Bescheid. Über alles. Und das macht das Ganze echt nicht leichter. So, was sollen wir machen? Keine US-Soldaten töten, unentdeckt bleiben. Alles klar. Wow, Freunde, und ich sehe nichts und ich habe kein Nachtsichtgerät und... Hoffentlich ändert sich das gleich. Oder es wird heller. Okay. Ich glaube, da hinten ist meine Ausrüstung drin. Und natürlich gehe ich nicht durch die Tür. Alles klar. Gut, hier ist, glaube ich, keiner. Also kann ich da rüber klettern. Muss aber auf jeden Fall meine Ausrüstung bekommen. Ach du Kacke, ey.
sehe nichts, Freunde. Ich sehe einfach mal gar nichts. Ach, Mann. Ich will die Tür mal zu öffnen. Aha, Toilette. Toilette ist schon mal gut. Aber mich hört keiner. Ich warte mal, vielleicht kommt er noch mal her. Hey, du. Komm her. Er will auf jeden Fall nicht. Gut, es gab jetzt einen Bonus für Erkunden. Habe ich die Tür aufgelassen? Hey. Aha, sehr schön. Jetzt ist er misstrauisch geworden. Hey. Na? Wild. Sehr schön, jetzt haben wir. Krass, so ganz ohne Ausrüstung fühle ich mich nicht wirklich wohl. Jetzt muss ich nur noch an den anderen vorbeikommen. Na los, komm her. Das dürfte jetzt aber auch kein Problem mehr werden. Ich hoffe es zumindest. Sehr gut. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier sind. Deswegen packe ich die mal irgendwie mit aufs Klo. Ganz in Ruhe absetzen. Und die Tür wieder zumachen. Und dann schauen wir uns mal in Ruhe um. Ach, ich höre schon wieder Hunde. Das ist. Ist ja gar nicht meine Welt. Scheint nicht zu sein. Aber ich sehe echt wenig. Oh Gott. Da ist sie, ne? Okay, schön ruhig bleiben. Nicht überhastet reagieren. Ja, der liegt mir auch eindeutig zu krass im Weg rum. Mann, ey. Krass, hoffentlich ist da jetzt meine Ausrüstung. Nein. Ist sie nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Habe ich überhaupt irgendwas? Nö, nur. Nö, nicht mehr das Messer. Gut, das Spiel speichert schon mal. Ich glaube, wir reden über Fußball. So, Freunde. Ja. Jetzt muss ich mich wirklich auf mein Auge verlassen und nicht auf den tollen Sonar. Ich glaube, das freut einige vielleicht sogar. Und ich habe den echt oft genutzt. So, ich sehe erstmal zwei. Und natürlich den Sniper da oben. So, also mir wäre es lieb, jetzt hier rüber zu können. Mich dann irgendwie an den Turm zu schleichen. So, gucken, ob ich den jetzt irgendwie kriege. Puh, sehr schön, Sam. Der Sniper macht das Ganze nicht einfacher hier. Freunde, ich muss da irgendwie hochkommen. Ein Hund höre ich auch. Da sind jetzt zwei oben. Und der leuchtet jetzt hier die Gegend aus, oder was? Wow, es ist echt ganz schön dunkel hier. Hier kann ich auch nicht lang. Ich glaube, ich werde... Gucken, ob der hier irgendwie rumkommt, der da hinten. Da steht einer. Ob ich ihn nicht irgendwie mal erwische mit der Waffe.
Was kommt denn jetzt? Ein Heli oder was? Alles okay. Okay. Ah, der rennt nur da hinten rum. Das ist doof. Ich würde gerne hochklettern. Vielleicht klappt das ja sogar, aber dann muss der erstmal verschwinden. Okay. Das war knapp. Oh Gott, Freunde. Ah, hier kann man hoch. Okay. Sehr gut. Aber das sind zwei und das ist schlecht. Einer müsste auf jeden Fall abhauen. Also es ist schon mal nicht ganz so schlecht, aber... Ah, nee. Ich mach den mal... Unschädlich. Wow, verdammt. Okay. Nicht so gut. Oh oh. Das ist jetzt schlecht, Freunde. Das ist. Puh. Auf jeden Fall läutet der Alarm. Ich habe gedacht, ich kann hier hoch, aber das geht gar nicht. Alles klar. So. Da ist noch ein Sniper. Verdammt. Oh Gott, nee. Oh, nee, hier ist alles zu hell. Es ist echt zu hell. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie schnell rüber. Wow, Sam, mach jetzt keinen Mist. Boah. So, genau, dann bleibe ich hier nämlich schön im Dunkeln. Ich höre was. Das gefällt mir nicht, was ich höre. Okay, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich will es doch gar nicht wissen. Ehrlich gesagt. Ich hoffe nur, dass ich hier gut langkomme. Oh, Sam, nee, warte mal kurz. Lass mal gucken. Sag ich doch, das ist doch wer. Oh, Mann. Das ist echt krass. Ich hab ja auch nicht viel. Ich kann keinen ablenken, nichts. Ich kann mich einfach nur auf meine Augen gerade verlassen. So, Sam, wir müssen weiter. Wer hat mich jetzt hier fast gesehen? Ich sehe nämlich niemanden. Macht mir zum Glück gar keine Angst, irgendwie. Oh Mann. Toll. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut nichts. Kann ich da hoch? Das wäre natürlich toll, ja. Uah. Alles klar, aber ich glaube, das ging gar nicht. Boah, ey, wo muss ich hin? Vielleicht doch hier hoch, irgendwie schnell. Dann genau hier lang. Gut, jetzt muss ich auf den Kumpel warten da hinten. Boah, es tut mir leid, Freunde, ich bin gerade sehr, sehr angespannt. Rede deswegen auch nicht wirklich viel. Ich hätte mir meine Waffe gerne noch aufheben, meinte ich. Gut. Komm mal her jetzt. Ich hab keine Zeit mehr. Das ist ja echt krass hier, ey. So, den haben wir. So,
schön in Deckung gehen vor dem Sniper. Und dann sind wir schon mal auf jeden Fall am Checkpoint. Hier lang? Ja. Puh, wir sind drei Gegnern ausgewichen. Gibt's hier irgendwas Wichtiges? Ich glaube nicht. Nö. Puh. Und er speichert. Das lese ich gern. Ach, natürlich sind hier wieder eine ganze Menge Wachen. Ich kann... Kann ich hier rein? Cool wär's. Puh. Ich probier's jetzt einfach mal. Oder lieber doch nicht. Wow. Okay. Komm mal her. Oh nein, ich habe jetzt zwei gehört oder was? Wer hat das jetzt gesehen? Irgendwo ist noch einer, der... Schießen der hinter dem Gitter? Oh Mann, ey. Ah, okay, ja gut, ich sehe ihn. Oh oh. Ah, ich wurde entdeckt. Okay. Wow. Krass. Nicht übel hier, Leute. Na, dann komm her. Los, hab dich nicht so. Na gut, ist auch nicht ganz so clever, was ich eigentlich eben gemacht habe. Ich meine, darf keinen Alarm schlagen. Aber weißt du was? Ein paar Schüsse habe ich ja. Oh, das war's wieder. Okay, gut, das... Oh, ich bin einfach zu unvorsichtig, Freunde. Aber okay. Ich würde sagen, wir machen auch das nächste Mal weiter ganz frisch und... Ja. Drücke ich hier mal Pause und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Splinter Cell Blacklist. Bis dann!